1799 machte der sibirische Fischer Schumakow eine unglaubliche Entdeckung. Ein vollständiges Mammut, adrett tiefgefroren in einem klaren Eisblock. Die Wölfe stürzten sich auf das angekaute Fleisch. Das Skelett überlebte und ist heute im Naturwissenschaftlichen Museum von Petersburg ausgestellt. Mammutknochen sind in Sibirien keine Seltenheit. Am Ufer des Lena-Flusses beispielsweise stapeln sich Millionen von ihnen. Meist werden sie durch eine vor 20.000 Jahren schockartig hereinbrechende Eiszeit erklärt. Es gibt allerdings eine ungewöhnliche Erklärung. Marshall B. Gardiner, ein amerikanischer Autor, erklärte es schon 1920. Die Mammuts seien Tiere aus dem Erdinneren, die von den mächtigen Flüssen durch die Polöffnung geschwemmt worden wären und an den sibirischen Küsten gestrandet seien. Manch anderes seltsame Tier wurde schon aus dem polaren Eis gebuddelt, Nilpferde, Löwen, Hyänen oder Rhinozerosse. Die seltsame geografische Lage ihres Grabes lässt sich allerdings auch damit erklären, dass die Erdachse einmal geneigter war und in der Polgegend ein warmes, wenn nicht gar subtropisches Klima geherrscht haben muss. Doch auch bei kritischer Beurteilung aller seltsamen Phänomene bleiben ein paar übrig, die mit einer Aufrichtung der Erdachse oder einem sogenannten Polsprung nicht wegzudeuten sind, vor allem, da es sich um Phänomene handelt, die sich in unseren Tagen zeigen. Das offene Meer, das den Forschern begegnete, sobald sie den ominösen 83. Breitengrad mit seinem Eis hinter sich gelassen haben. Erstens das Phänomen, dass die Polfahrer nördlich des 83. Breitengrades feststellten, dass sich einige Meter hoch über das salzige Meerwasser eine Lage von reinstem Süßwasser geschoben hatte. Fridtjof Nansen machte diese erstaunliche Entdeckung ebenso wie Jens und Olaf Jansen. Zweitens die rötliche Sonne, die sowohl Jansens wie auch Fridtjof Nansen gesehen haben. Nansen näherte sich dem 90. Breitengrad, wo man den Nordpol vermutet, am meisten, nämlich bis auf knapp 4 Grad. Der angebliche Nordpolentdecker Robert E. Peary, der am 6. April 1909 am Pol gewesen sein will, ist höchst umstritten. Zu Recht. Gab er doch an, den Pol mit Hundeschlitten auf der Eiskappe erreicht zu haben. Wie sich noch zeigen wird, gibt es erstens den Pol nicht, und zweitens ist dort, wo er wäre, wenn, nur offenes Meer, das anerkanntermaßen für Hundeschlitten ein schwieriges Gelände darstellt. Weder er noch sein Konkurrent Frederick A. Cook, der behauptete, den Nordpolskon am 21. August 1908 erreicht zu haben, konnten jemals einen Beweis dafür erbringen. Cook sagte, Peary lüge. Peary sagte, Cook lüge. Der amerikanische Kongress einigte sich schließlich darauf, dass Peary den Nordpol entdeckt habe, was leichter gefallen sein mag, da Peary ein Landsmann war. Dennoch stufte der Kongress Peary's Behauptungen als nicht bewiesen ein. Der Superintendent der amerikanischen Küstenwache traute Peary nicht. Wir haben nur sein Wort. Da sich aber all seine früheren Behauptungen als unwahr erwiesen, hat die Welt gar nichts in den Händen, was Peary's Aussagen untermauern würde. Drittens die erstaunliche Wärme, je mehr man über den 83. Breitengrad hinausgelangt. Viertens das berühmte Nordlicht, die Aurora Borealis, die es nur am Pol gibt und die so ganz und hieb- und stichfest niemand erklären kann. Fünftens die vielen Vögel, die Jahr für Jahr auf ihrem Flug zum Pol beobachtet wurden, und die Jahr für Jahr in der warmen Zeit wieder vom Pol zurückkehren. Wo haben sie überwintert? Mythen, die den Kern der Wahrheit in sich tragen, kehren immer wieder zum Menschen zurück, wie ein Echo, ausgesandt vor langer Zeit. Oder, wie Abraham Lincoln es ausdrückte, man kann alle Menschen für einige Zeit zum Narren halten und einige Menschen für alle Zeit, aber man kann niemals alle Menschen für alle Zeit zum Narren halten. Jetzt ist die Zeit, wo der kosmische Staubwischer über die Erde weht und allen Schmutz aus den Ritzen holt. Jetzt ist die Zeit, wo die Decken der Vertuschung weggezogen werden, und zum Vorschein kommen zwei riesige Öffnungen da, wo man uns weismacht, dass ewiges Eis einen Pol bilde. Laut den Berechnungen von Dr. Raymond Bernard, der in seinem 1969 erschienenen Buch, The Hollow Earth, unzählige Fakten zusammengetragen hat, ist die Öffnung zum Innern der Erde 2250 Kilometer groß. Das bedeutet, dass etwa beim 83. Breitengrad das Polarmeer sich über viele hundert Kilometer einwärts neigt. Grafische Darstellungen belegen,
dass es etwa ab dem 86. Breitengrad möglich ist, die innere Sonne zu sehen. Sprach Nansen nicht von einer rötlichen Sonne, die keine Ähnlichkeit mit unserer Sonne hatte? Innere Sonne? Genau. Die Erde ist hohl, in ihrem Inneren lebt eine Menschheit, die uns weit überlegen ist, und beschienen wird sie von einer Zentralsonne im Herzen unseres Planeten. In der Reise ins Innere der Welt beschreibt Olaf Jansen sie ausführlich. Dr. Hans U. Hertel, Europapräsident des Weltfundaments für Naturwissenschaft, erläuterte, dass die innere Zentralsonne von unserer Sonne das Licht selbst erhalte. Ein Teil der Sonnenstrahlen dringt durch die Erdkruste durch und energetisiert die Zentralsonne. Es handelt sich dabei um den Brennglas- oder Paraboleffekt. Die Atmosphäre im Erdinnern ist stark elektrisch geladen, das Klima subtropisch und das Wetter äußerst regelmäßig. Einmal pro Tag regnet es für kurze Zeit. Die große Elektrizität und die hohe Luftfeuchtigkeit bewirken, dass das gesamte Pflanzenwachstum immens fruchtbarer ist als bei uns. Alles ist riesig, und könnten wir die innere Erde besuchen, kämen wir uns vor wie Däumling im Land der Riesen oder wie die Wichtel im Angesicht von Gulliver. Lesen wir die Schilderung Olaf Jansens, fühlen wir uns ins Paradies versetzt. In der inneren Welt gibt es weder Krankheit noch Not, weder Gier noch Hass. Alles verläuft in Harmonie und die Liebe durchdringt alles. Die Hauptstadt liegt in einem paradiesischen Garten, und ihr Name ist Eden. Wo liegt der biblische Garten Eden? Sind wir irgendwann daraus vertrieben worden? Stimmt die Hypothese, dass einige Auserwählte nach dem Untergang von Atlantis, ca. 12.000 vor Christus, nach Hyperborea gegangen sind? Woher stammt unser Schöpfungsmythos in der Bibel? Und warum heißt das Paradies ausgerechnet Eden? Woher kam Apoll? Aus Hyperborea? Und errichteten ihm die Griechen nicht auch einen Tempel in einem Ort namens Delphi, berühmt für sein Orakel? In jenem Land jenseits des Nordwinds, im Inneren unseres Planeten, gibt es eine Stadt, die ebenfalls Delphi heißt, und sie liegt in einem riesigen Hain von Bäumen. Und was pflanzten die Griechen am Südhang von Delphi? Einen Hain mit 2000 Olivenbäumen. Zufall? Helena Petrova Blavatsky schreibt im Buch Die entschleierte Isis: Wir beginnen mit dem Garten Eden, der als Örtlichkeit genommen durchaus kein Mythos ist. Er gehört zu jenen Landmarken der Geschichte, die es dem Schüler gelegentlich begreiflich mache, dass die Bibel nicht ein allegorisch zu nehmen ist. Eden oder das hebräische Gan Eden, was den Park oder Garten Eden bedeutet, ist ein archaischer Name des Landes, das, vom Euphrat und seinen vielen Armen bewässert, sich von Asien und Armenien bis zu dem Eritreischen See erstreckt. Möglich. Könnte aber auch sein, dass sich dieser Garten Eden im Inneren unseres Planeten befindet? Wie Olaf Jansen berichtet, liegt die Hauptstadt Eden tatsächlich in einem riesigen, paradiesisch anmutenden Garten, aus dem vier Flüsse in jede der vier Himmelsrichtungen entspringen. Einer dieser innerirdischen Flüsse heißt Euphrat. In Tibet existieren noch heute viele Sagen um das unterirdische Land Agartha. Die Mongolen glauben, dass die unterirdische Welt von Agartha vom König der Welt regiert wird, der in einer heiligen Stadt namens Shambhala thront. Angenommen, dies stimmte, würde unterirdisch dann bedeuten, dass Agartha sich in der Erdkruste befände oder auf der Oberfläche der inneren Welt. Der russische Entdecker Ferdinand Ossendowski erfuhr auf seinen Reisen durch Tibet von Geheimnissen, die von roten und gelben Lamas bewahrt wurden. Der Lama Gelong erzählte ihm, dass vor über 6000 Jahren ein heiliger Mann in der Erde verschwand, begleitet von einem Stamm Menschen und nie mehr auf die Oberfläche zurückkehrte. Diese innere Welt sei auch von verschiedenen anderen Männern, wie Kakiamuni, Undurchhenigen Paspa, Baba